Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Ihr seht heute ein etwas anderer Anfang, einfach aus dem Grund, ich habe mir überlegt, oder naja, wir machen ein kurzes Storytime. Ich habe letztens hier meinen Verdampfer gewickelt und habe mir gedacht, warum probierst du nicht einfach mal Liquid in der Shisha? Auch vielleicht so, als, um einen Anreiz zu schaffen für Leute, die zwar das Shisha-Feeling wollen, aber vielleicht nicht unbedingt Tabak rauchen wollen. Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, die ganzen Tabakersatzprodukte, die es gibt, die sind größtenteils einfach Mist. Ja, die, ja, also ich halte weder was von Steinen noch von Zellstoff noch von Paste. Also Paste zum Mischen, okay. Aber pur, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so der Freund von. Und dachte mir halt, okay, wie machst du das? Und habe mir überlegt, wie wäre es, wenn du einfach Watte in den Funnel legst und dann Liquid drauf kippst. Das Ganze habe ich dann mal gesucht, ob es das schon mal auf YouTube gibt oder ob das schon mal gemacht wurde. Und dann bin ich auf ein Video von den Smokebustern gestoßen. An der Stelle schöne Grüße an die Jungs aus Oberfranken. Und habe mir gedacht, ich will das aber für mich und vielleicht auch nochmal für euch, dass ihr das nochmal von einem anderen seht, nochmal ausprobieren. Also habe ich mir hier geschnappt einmal 100 Gramm Bio-Watte von DM. Übrigens keine Produktplatzierung an der Stelle. Die könnt ihr auch zum Dampfen, um euren Verdampfer zu wickeln, benutzen. Ich stelle erstmal die Dampfe hier beiseite. Die brauchen wir eigentlich soweit nicht. Und dann habe ich mir geguckt, ich nehme mal hier das Voodoo Clouds Puppet. Das schmeckt nach Zuckerwatte, soll das glaube ich sein. Ich glaube, die Firma gibt es auch gar nicht mehr, die das herstellt. Auf jeden Fall 100% Glycerin, das heißt, das sollte rauchen wie Hulle. Dann habe ich mir überlegt, dass die ganze Watte willst du ja jetzt nicht unbedingt auf Kontakt bauen, also brauchst du einen tiefen Funnel, der am besten auch viel aufnimmt, weil ich will ja nicht nur, keine Ahnung, 3-4 Züge nehmen und dann ist die Watte leer. Also habe ich hier den Z218 Glaskopf von Amy genommen, weil der ist schon tief und da passt schon gut was rein. Ja, dann habe ich mir hier zwei Kohlen schon angemacht, die stehen hier neben mir und warten nur drauf. Dann würde ich auch sagen, wir quatschen gar nicht weiter. Ich komme jetzt mal hier mit meinem super verkabelten Mikro irgendwie zu euch vorgerobbt und wir bauen den Kopf mal mit Watte und Liquid. Die Regie hinter der Kamera, wenn es jetzt ein bisschen dunkler wird, die Regie hinter der Kamera, passt auf, dass ihr das auch alles seht. So. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns die Watte, das Liquid lassen wir erstmal stehen. Ich komme jetzt mal so langsam vorgerobbt. So, hier haben wir einmal den Amy Glaskopf. Den habe ich in meinen Funnel-Anfangszeiten oft benutzt, aber der frisst halt, wie gesagt, sehr viel Tabak. Aber bei der Watte ist mir das ja egal. So, wir machen uns mal hier so einen Bausch ab und legen das mal weg. Das auch. Und dann nehmen wir hier diesen schönen großen Wattebau. Ich habe gar keine Ahnung so richtig, wie wir das jetzt machen, weil wir wollen das ja trotzdem irgendwie auch locker fluffig. Eigentlich reicht hier schon so die Hälfte. Und wir tun jetzt hier die Hälfte so um das Funnelloch rundherum. Ja, das, so haben wir halt Kontakt. Wir machen das Ganze ein bisschen anders. Wir zerrupfen die Watte. Und so können wir die dann schön fluffig in den Kopf legen. Das machen wir gleich mal mit dem anderen auch noch. Die brauchst du ja sicherlich nicht mehr. Soweit. So. Zerrupfen wir das Ganze. So, und dann haben wir hier ja, ganz viel Watte. So, ich zeige das euch mal. Seht ihr das? Ja. Und dann legen wir uns hier diese einzelnen Bällchen rein. Ich drücke die jetzt mal ein bisschen an. So. Einfach aus dem Grund, ich will halt einfach den Kontakt mit der Smokebox vermeiden. Ich meine, die Coil bei der Dampfe werden auch relativ heiß. Aber ich glaube, das ist hier bei der Shisha immer noch mal ein bisschen was anderes. Ich nehme das mal kurz hier runter. So. Jetzt haben wir hier so einzelne Lücken. Ich weiß nicht, was die Fliegen hier heute wollen. Ich war doch erst duschen. So. Also, ich würde sagen,
So schlecht ist es gar nicht. Das Schöne an dem Glaskopf ist, wir können uns das jetzt alles von außen angucken. So, dann nehmen wir uns hier mal unser Voodoo Clouds Liquid. Schön schütteln. Machen das Ganze auf. Und dann tränken wir die, warte mal. Ich denke mal, die fällt auch dadurch noch ein kleines bisschen zusammen. Und ich glaube, ich habe gerade genau ins Pfannenloch getropft. Ja. So. Und jetzt fangen wir an. Die Watte. Wah! Jawohl. Und das läuft durch. Super klasse. Ja, das war auch eine super gute Idee, das oben hin zu machen. So. Wir tränken die Watte. Wie gesagt, das Liquid ist sehr, sehr dickflüssig. Das ist reines VG, also Glycerin. Das zieht ein bisschen langsamer in die Watte ein. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Hier passt ja wirklich einiges rein. So. Hier passt wirklich sehr viel rein. Also ob das eine günstige Alternative ist zu Tabakersatz, wage ich hier mal zu bezweifeln. Einige werden sich jetzt sicherlich fragen, okay, warum füllt er nicht einfach nur das Liquid in den Kopf? Da könnt ihr gerne mal bei Dölit vorbeigucken. Der hat das schon mal gemacht und es funktioniert halt nicht. Und ja, der Watte ist ja, oder die, der Watte, genau. Die Watte ist ja quasi jetzt der Trägerstoff von diesem Glycerin, was ja auch in der Shisha-Molasse ist. Und ja, der gibt das Ganze dann halt nur ab als Trägerstoff. Von daher denke ich, dass das wesentlich besser funktioniert. Das könnte jetzt schon wieder zu viel gewesen sein. Das Ganze ist jetzt ziemlich flüssig. Aber wenn wir uns das hier unten angucken, manches sieht halt wirklich noch weiß aus. Und ich habe halt keinen Bock, dass mir die Watte hier drin abfackelt und wir dann Feuer im Kopf haben quasi. Ich gebe jetzt hier nochmal eine ordentliche Portion Liquid drauf. So, jetzt, ja, das sollte reichen. So, ich stelle das Ganze hier her. Die Regie könnte das mal bitte zuschrauben und mir dann wieder herbringen. So, dann geben wir unseren Kopf jetzt mal hier hoch. Danke. So, das stellen wir wieder hier her. Und dann, so. Ich nehme jetzt mal kurz meinen Finger und drücke die Watte. Ihh, das ist mega flüssig. Und drücke die Watte mal hier noch ein bisschen nach unten, dass wir hier wirklich gar keinen Kontakt haben. Das mache ich übrigens immer so. Wenn ich Molasse oder so auch an den Fingern habe, ich schmiere das immer an meine Socken, da sieht man es nicht. So, jetzt geben wir das hier rein. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit quasi. Wir tun mal die Kohlen in die Smokebox. Ich hoffe übrigens, dass das nicht schon zu heiß wird mit zwei Kohlen plus Deckel. So. Dann würde ich sagen, einmal, oder probieren wir das erst ohne Deckel? Wir probieren das erstmal ohne Deckel. Wobei zum Anrauchen wäre es vielleicht cleverer, das mitzumachen. Wir machen es erst, wir machen es so. Wir machen das mit. Also zum Probieren oder zum Anrauchen erstmal probieren wir das Ganze jetzt hier mit Deckel. Diese Riesenfliege, die hier die ganze Zeit rumschwirrt, nervt mich. Ich hoffe, ihr hört die nicht. Naja, ein bisschen Angst habe ich. Ich bin aber auch sehr gespannt. Wir nehmen jetzt mal den ersten Zug. What the fuck? Der Durchzug, wie ihr gerade gemerkt habt, ist komplett, also der ist nicht vorhanden. So, also ich habe das jetzt mal ein bisschen angeraucht, angedampft, wie man das auch nennen mag. Also ich habe den Kopf ein bisschen auf Temperatur gebracht. Wenn ich anfasse, der ist schon ordentlich heiß. Und
Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal ein, zwei Züge und dann reden wir mal über das ganze Experiment. Also, wie ihr seht, erstmal, es raucht, beziehungsweise es dampft, es qualmt, wie ihr das nennen wollt, ist mir egal. Es passiert was. Ich musste jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Minuten, die ich das Ding jetzt anrauche, versuchen anzurauchen. Klar, ich hätte einen anderen Kopf nehmen können. Ich glaube, da wäre es besser gegangen. Aber ja, kommen wir doch mal zum Fazit, ob das jetzt doch eine Alternative zum Tabakersatz ist. Und da lautet meine Meinung ganz klar, nein. Ihr seht ja, was jetzt für eine Dampfmenge kommt. Ich glaube auch nicht, dass das sich noch groß ändern wird und dass da noch viel, viel mehr kommt. Klar, ich hätte jetzt noch mal drei Kohlen nehmen können und mit Deckel, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt zwei Kohlen mit Deckel und beim Ziehen, man merkt schon, es ist so an der Grenze zum Kratzen. Ja? Also das wird nicht geschmeidiger, das wird nur noch schlimmer. Die Smokebox berührt die Watte nicht. Ich könnte das auch noch mal auf Kontakt probieren oder so, aber ja, ganz ehrlich, ich möchte es nicht unbedingt. Ich muss auch ganz langsam ziehen. Also umso langsamer ich ziehe, umso besser funktioniert es, weil halt der Glaskopf natürlich nur mit der direkten Hitze von oben arbeitet. Wie schmeckt das jetzt? Nicht so krass wie in der Dampfe. Auf keinen Fall. Also man merkt so leicht, woran es erinnern soll, also an diese Zuckermatte vom Voodoo Clouds. Ich kenne das Liquid, ja. Aber ja, also geschmacklich ist dann das vielleicht 10, 20%, mehr nicht. Ich ziehe nochmal. Und ganz ehrlich, es hat so einen ganz ekelhaften Beigeschmack. Und nein, das ist nicht wegen dieser DM-Abschminkwatte. Die benutze ich zum Dampfen auch. Und die funktioniert gut. Es ist einfach ein ganz, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach ekelhaft. Also es schmeckt einfach widerlich. Keine Ahnung, so chemisch nach, keine Ahnung, Reinigungsmittel oder so. Ich hatte halt eigentlich vor, das Ganze jetzt zu Ende zu rauchen, um euch dann zu sagen, jo, ich konnte das so und so lange rauchen und um euch dann die Watte vielleicht hinterher zu zeigen, aber ich glaube, ich breche das an der Stelle hier ab, weil Punkt 1, es ist nicht lecker, Punkt 2, es bringt mir nicht viel, weil es kommt ja nicht viel Rauch. Hätte es geklappt, wäre es wahrscheinlich wirklich eine super Alternative, aber ich glaube, dann hätten das auch schon mehr Leute gemacht, wenn es besser funktionieren würde. Ich meine, war ein Versuch wert. Ich denke, war auch ganz witzig, aber ja, ich würde es jetzt nicht empfehlen, sagen wir es so. Ja, und auch wenn das heute mal ein ganz, ganz anderes Video war, als wir sonst machen, hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hier bei Maischisch. Nicht mal das funktioniert. Macht's gut.